Montag, dem 1. August. Wir starten in die Vollmerweg 31 hinein. Ich bin jetzt schon in der Stadt herinnen, habe es da in der Kastnergarage geparkt und eines muss ich sagen, ich bin immer wieder verwundert, dass Menschen ihr Auto so eng oben in den oberen Etagen reinquetschen und witzigerweise, wenn man nur ein, zwei Stockwerke weiter nach unten fährt, ist es dann tadellos zum Parken. Ja. Wochenende war ein bisschen komisch, Samstag, habt ihr schon in der Einleitung gesehen, es hat richtig gehagelt bei uns, musste die Schneeschaufel auspacken, um den ganzen Hagel wegzubekommen. Es hat natürlich einige Pflanzen bei uns ruiniert, aber im Groben und Ganzen ist nicht wirklich viel bei uns passiert, aber in der Umgebung doch. Ja. Seit Samstag geht auch unser Internet nicht, wir haben nur eine Edge-Verbindung. Und ja, sollte heute wieder gerichtet sein. Ja. Jetzt auf dem Weg zum Termin hinein für das nächste Business und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich habe jetzt dann mein Gespräch fertig im Schlossberg Hotel. Ja. Und Grundgeschichte ist jetzt die, das Projekt blutet zu stark. Ja. Was heißt das? Also mit dem Lieferanten ist überhaupt kein Problem. Da kann man das Ganze sowieso abwickeln. Wo es ein Problem gibt oder gäbe, ist es mit der Vertriebsseite, weil wir in zwei Bereiche reinkommen. Auf der einen Seite die Kundenseite und dann ist aber Kunde zugleich Vertriebspartner. Und jetzt wissen wir, das ist vom rechtlichen her zwar alles okay, aber das wäre vom Aufwand her momentan zu groß. Ja? Das heißt, wir arbeiten jetzt da weiter an der Idee, wie man da vielleicht doch was machen könnte und konzentrieren uns jetzt einmal auf die anderen ganzen Dinge. Okay, wir hören uns. Hallo am Dienstag, dem 2. August. Wir haben jetzt dann 19 Uhr, ein Arbeitstag geht zu Ende. Heute den ganzen Tag gemütlich hier unten im Büro gewesen, obwohl draußen die Sonne gescheint hat. Ja, es ist halt anders, wenn man halt von zu Hause aus arbeitet. Man sieht halt ab und zu das Tageslicht auch nicht. Am Vormittag an der Präsentation gearbeitet für einen Kunden von mir. Da geht es darum, dass wir daraus dann ein Video produzieren. Das kommt dann auf die jeweilige Landingpage dann hinauf. Jetzt haben wir diesen groben Entwurf einmal fertig. Dann jetzt am Nachmittag war der Andreas bei mir, den kennt ihr auch schon, mein IT-Doktor, ja, der mir damals beim Virus geholfen hat und heute haben wir gemeinsam einige Domains transferiert und er hat mir dann, ist da hinten gesessen im Prinzip mit seinem Laptop, er hat mir dann die ganzen E-Mail-Adressen wieder eingerichtet. Ja. Ich meine, ich kann zwar auch einige Dinge so, aber ja, bei gewissen Dingen brauche ich dann Unterstützung und wir sind auch gerade dabei, dass wir bei einer anderen Webseite, da geht es um mein Buch, noch die Verlinkungen hinbekommen, da geht es um eine SSL-Zertifizierung oder Zertifikat. Also es ist doch ein bisschen tricky dann, dass die Technik genauso hinhaut, wie man das Ganze braucht. Und ich gehe jetzt da auch noch unter die Radiospot-Produzenten, ja, für ein Projekt, ja, das ich kostenlos betreue, seit Jahren, da kennt ihr auch die Videos, wo ich immer dabei bin, nämlich es ist das Schnappi-Rennen. Das Schnappi-Rennen 2016 in der Südoststeiermark, das Speedpike Race am 20. August, ja, da bin ich ein Moderator, die Nadine ist als Kamerafrau dabei, mein Vater organisiert das Ganze, meine Mutter, meine Schwester in der Küche und mein Bruder fährt dort mit, also könnt ihr euch notieren, 20. August Schnappi-Rennen, ja. Und ich bin jetzt ja gerade dabei, dass ich einen Radiospot 15 Sekunden produziere und wenn alles hinhaut, geht er dann im Prinzip 4-5 Tage vor der Veranstaltung on air. Ja, ich sage noch nicht mehr dazu, weil ich muss jetzt erst einmal schauen, dass wir das Budget aufgestellt bekommen, weil das kostet ja auch etwas und dass ich dann es auch mit der Technik hinbekomme, ja, und dass wir gute Qualität haben. Okay, das war es jetzt für heute Dienstag und wir hören uns morgen am Mittwoch. Einen wunderschönen guten Morgen, wir haben jetzt am Mittwoch, den 3. August, es ist 8 Uhr und ich bin schon auf dem Weg nach Liebuch. Ihr seht, hier geht die Sonne auf und zwar haben wir heute ein kleines Unternehmerfrühstück um 8.30 Uhr. Ich bin immer jemand, der schon etwas früher dann vor Ort ist, um sich die Lage anzuschauen, Buffet anzuschauen. Ja. Gestern war dann doch noch ein etwas längerer Abend, das heißt, ich habe einfach noch ein bisschen was gearbeitet und heute geht es im Prinzip mit vollem Elan weiter und gleich seht ihr dann die Bilder vom Frühstück. Ein paar Stunden später bin ich wieder im gekühlten Büro und ihr habt schon gesehen, das Buffet war wirklich fantastisch. Ich glaube, drei Semmel plus einen süßen Kipferl und einen guten Lamanti-Kaffee.
bin ich wirklich gesättigt nach Hause gefahren, mit der Nadine in die Stadt hinein, dann Meeting mit meinem Buchhalter. Da werden also gerade die Monate Juni und Juli buchhalterisch aufgearbeitet. Und jetzt habe ich gerade meinen allerersten Radiospot produziert. Mal schauen, ob das so hinhaut und vom Radio angenommen wird. Ihr seht das, da hinten habe ich ein bisschen was gemacht. Das heißt, im Prinzip nehme ich das Ganze über meinen MacBook Air auf. Das ist mein bekanntes Mikrofon, das kennt ihr vom DuiTalk. Und das ist jetzt ein ganz so spezielles. Mir ist im Prinzip Schaumstoff übergeblieben vom Filmstudio. Und jetzt habe ich im Prinzip einfach nur so ein, ja, so eine Wand gebaut, damit im Prinzip der Hall ein bisschen anders rüberkommt und im Prinzip richtig auf das Mikrofon trifft. Ja, und damit haben wir gute Tonqualität. Schauen wir mal, ob das jetzt auch Radioqualität hat. Aber der Radiospot ist fertig und wenn alles okay ist, dann wird er wahrscheinlich in knapp 1,5 Wochen im Radio zu hören sein. Details folgen. In dem Sinne, ich arbeite noch ein wenig und dann wird Feierabend machen. In dem Sinne, bis morgen am Donnerstag. Hallo am Donnerstag, dem 4. August. Wir haben jetzt 16.30 Uhr und ein Interview ist gerade zu Ende gegangen. Das war heute eine Premiere für mich. Ja. Bis jetzt habe ich ja immer nur selber den DuiTalk gemacht, das wisst ihr. Und heute bin ich selber interviewt worden von IT Helps, einer Firma aus Wien, vom Sebastian. Und das Ganze geht dann nächste Woche auf YouTube online mit den ganzen Verlinkungen dazu. Also hat man echt einmal getaugt und es hat mit der Technik nicht so funktioniert. Ihr seht, ich bin jetzt noch im Filmstudio drinnen, Scheinwerfer links und rechts, Mikrofon, Funkset, aber es hat irgendwie nicht mit Skype hingehaut. Ja, auf der anderen Seite dann haben wir das dann anders gelöst, im Prinzip mit den Kopfhörern. Und weil ich eben nicht gewusst habe, brauche ich die Flipchart oder nicht, habe ich das Ganze mit einem Verlängerungskabel, mit so einem Klinkenkabel gemacht. Ja. Das heißt, ich bin mit 3 Meter Kabel da jetzt da gesessen und mit der Frontkamera, mit der HD-Kamera, das ist meine, die ich immer wieder verwende für diese Aufnahmen, wenn es darum geht, um etwas größer darzustellen. Ja. Mit dieser, also Top-Qualität, jetzt haben wir gerade drauf gekommen, wieder HD. Und ja, dann habe ich jetzt der Business Booster gemacht, das seht ihr auch da jetzt, wo es im Prinzip darum geht, follow your calling, also folge deiner Berufung. Und das Ganze könnt ihr auch auf meiner Facebook-Seite nachschauen, dort ist das Ganze als Facebook Live gestreamt worden. Und das nächste Interessante, das möchte ich jetzt da loswerden, ich habe heute Vormittag ein Kundengespräch gehabt und ich poste sehr viele Dinge über die unterschiedlichsten Unternehmen, egal ob das jetzt der Lamante ist vom Kai Schober, ob das jetzt der Moringa Life ist von Bernhard Würfler oder von Asprovita mit dem Kolostrum und so weiter. Und das sind alles Produkte, die ich selber nach außen tragen kann, ja, mit denen ich gemeinsam Projekte voranbringe. Und das ist auch genau mein Calling, ja, weil Calling ist nichts anderes wie Berufung, Folge deiner Berufung. Ja. Und das ist das, was mir irrsinnig taugt als Unternehmer, dass ich mein Wissen ja genau in diesen 3 Teilbereichen, die auf meiner Webseite oben sind, nutzen kann. Ja. Weil ein Bereich ist Consulting, Coaching, Networking. Das sind meine Dinge und meine Dinge gehen dann auch so tief noch hinein, dass ich die Leute im Hintergrund vernetzen kann, weiterbringen kann in andere Länder oder wie auch immer. Ja? Und das ist genau meins. Also ich war auf der einen Seite ein bisschen erstaunt heute bei einem Telefonat, aber auf der anderen Seite richtig stolz, dass es so wahrgenommen wird, weil das Feedback hat nicht jeder. Und gerade jetzt da aufgrund von Business Boost ist gerade eine Facebook-Nachricht reingekommen von einem Unternehmer, den ich anrufen soll. Tolle Geschichte. Ja, also sieht man einmal, das Marketing funktioniert, wenn man das als eigene Person und was wichtig ist, das kennen Sie von mir, authentisch macht. Ja. Und die, die mich wirklich kennen, auch persönlich, die wissen, dass ich so bin, wie ich bin, so wie ich in die Videos bin. Ja. Also da ist nichts gekünstelt, geschauspielert oder sonst irgendwas. Okay, ich werde jetzt einmal die Studie wieder rückbauen oder vielleicht lassen wir es für ein paar Podcasts morgen. Schauen wir mal. Okay, in dem Sinne, das war's jetzt dafür heute und wir hören uns morgen.
Hallo, am Freitag, dem 5. August, eine Vollmer-Week neigt sich wieder dem Ende entgegen. Das heißt, die 31. Folge ist wieder zu Ende und ihr seht mich hier fleißig beim Rasenmähen. Das letzte Mal war es ja vor knapp 2 Wochen. Der Rasen ist doch um einiges gewachsen, aber der Hagel in dieser Woche, das heißt am Samstag, hat doch einiges vom Gras auch irgendwie vernichtet und auch vom Unkraut. Und deswegen war heute beim Rasenmähen irgendwie weniger. Nur das, was ich so interessant finde, ich kann beim Rasenmähen wirklich abschalten. 1,5-2 Stunden draußen an der frischen Luft Rasen mähen und dann gemütlich so vor sich hin philosophieren, Gespräche, Selbstgespräche führen, und das macht dann irrsinnig Spaß. Ja. Dann noch ein paar Bäume geschnitten und den Hagelschaden noch vom Samstag beseitigt. Also schon schaut der Garten jetzt wieder richtig sauber aus. Ja, was war sonst noch jetzt da? Ich bin jetzt da schon wieder unten in meinem Homeoffice drin und habe jetzt da von der Aniko aus Wien einige Social Media Dinge für August und September zu machen. Da sind wir gerade dabei, die ganzen Posts vorzubereiten und auch etwas Größeres, nämlich im September bei der Fashion Week. Ja, auch da sind wir live dabei. Und ja, das heißt, das ist mal das Projekt. Dann haben wir, also ich muss wirklich momentan in meinem Posteingang schon, ich habe extrem viele Dinge drinnen. Mal schauen, wie lange das ich heute arbeite. Dann werde ich jetzt gleich mal die volle mal wegschneiden. Dann hat die Marlene was zum Arbeiten. Und was habe ich so? Genau, und morgen, da werde ich auch ein Bilder einbauen bei der 32. Ausgabe. Nämlich da sind wir beim Abschlusstraining vom Schnappi-Rennen. Ja. Dann seht ihr mal, was das genau ist. Das Rennen ist dann in 2 Wochen. Ja. Ja, das war es jetzt dafür, die Follow Week 31. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben natürlich, würde mich irrsinnig freuen. Hinterlasst auch Kommentare, ja, dass wir ins Gespräch kommen. Was würde euch sonst noch alles an Videos gefallen? Und natürlich abonniert meinen Kanal. Okay, das war's in diesem Sinne. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche am Montag.